de bueno, mal gucken, wie es hier schmeckt. Schmeckt genauso wie in Deutschland. Absolut. Wenn der Min einkaufen ist, muss ich mal noch von gestern das nachholen, was ich alles nicht geschafft habe. Und zwar mein erster Twinkie. Wir starten. Ich liebe diese Chemie. Sehr, sehr geil. Also schmeckt wirklich awesome. Willst du mal beißen, Min? Nee, danke, Mann. Das sieht so ungesund aus. Das ist sowas von ungesund. Okay. 4 von 5 Twinkies. Ganz kurz, ich habe noch einen zweiten Twinkie gegessen. Ich muss mich korrigieren, ich muss den 5 von 5 Twinkies geben. Nach dem zweiten ist es noch geiler. Die schmecken verdammt geil eigentlich. Verdammt! Ich dachte, ich kann den Hype entgehen, aber die sind wirklich verdammt geil. Damn! Aber jetzt kommt noch was richtig Geiles, und zwar M&M's. Und mehr als man sich zumuten kann. Ich sag euch, ich bin so krass zur nächsten Speise, und zwar das ist das Grilled Pork. Fazit des ganzen Essen ist, ich fand die gedampften bzw. die Creme-Sahnetörtchen. Oh. Junge, wie das da rausgekommen war. Oh. Geil. Aber nur eine 3 von 5 Törtchen. Echt? Ja. So geil ist es nicht. Ich fand die Sahne mega geil. Steht total drauf. Ich werde davor noch diese frittierte Stange und mega eklig. Ja, und so ein Bun, was wir mal in Japan in Anime essen. War mega trocken. Seht ihr alles auf seinem Essensblog, den verlinke ich mal. Und ja, schauen wir mal weiter. Jetzt geht es wieder Richtung Flughafen, ne? Ja, nach Hause. Mal schauen, ob der Snack da, Flughafen auch noch was. Weil es ist ja gerade eh noch 2. Ihr müsst ja eh gleich noch 2 Stunden warten oder so. Das Snacken, das hält noch was am Flughafen. Safety! So, jetzt haben wir in Chinatown ja mega viel gesnackt schon. Haben jetzt erstmal sind mit dem Bus zurückgefahren. Und ja, ich bin aber noch nicht fertig. Ich habe schon noch ein paar Candies hier im Stissel. Die werde ich jetzt mal ein bisschen probieren, würde ich sagen. Ich bin mal gespannt. War das karamellisiertes, aufgeflafftes, also es wurde vorher aufgeflafft. Das ist ja Karamell. Also wie so Dime, kann man sich das vorstellen. Das war so geil. Aber auch pappsüß, also nicht für jeden was. 5 von 5 Minz. Und danach Diabetes to go. Gebe ich mir mal das hier. Das Double Decker. Aber ich muss noch kurz warten, weil ich das andere ist viel zu süß. Das ist auch so. Okay. Was soll ich sagen? Das Ding ist verdammt gut. Fuck. Das ist wie kann man das jetzt betiteln? Warte mal, was war das? Milky Way. Das ist Milky Way. Das ist so crispy.
voll geil. Schaut mal, was der Min mir noch gegeben hat. Oh, Peanut Butter Kit Kat Crunchy. Mm. Mm. Boy. Mm, das ist geil. Gibt's auch ab und zu in Deutschland. Kann man mal probieren. Ich hatte jetzt noch ein, zwei neue Riegel, aber jetzt sind wir gerade von London zurück angekommen und ich dachte, ich verabschiede mich aus diesem Fressvlog mit einem guten Double Down Burger bei KFC. Min? Double Down. Du warst so schön, du warst so schön. Schaut mal bei ihm vorbei. Geile Videos. Ich hoffe, es hat euch geschmeckt. Was denkt ihr, wie viele Kalorien ich zu mir genommen habe? Und was denkt ihr, warum Hashtag Otaku-Diät nicht funktioniert eigentlich? Diät fängt nächste Woche an, oder? Fick dich.